Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen heute hier zu dem neuen Video. Wir reden heute über meine 5 liebsten Nintendo-Werbungen. Bei mir ist es halt wirklich so, ich erzähle es ja immer wieder, dass ich früher keinen wirklichen Blick hatte auf die ganze Konkurrenz da draußen, auf Sega, auf die PlayStation-Konsolen. Ich hatte mal eine Nintendo-Konsole und ich war glücklich damit. Man hatte ja nicht Geld, sich alles zu holen. Es gab kein wirkliches Internet. Und das ist halt so der interessante Punkt. Früher, da wurde Werbung noch ein bisschen anders betrieben. Vornehmlich über das Fernsehen oder über eine ganz andere interessante Methode. Die zeige ich euch ganz gerne einmal hier. Bestimmt habt ihr schon einmal diese alten N64 VHS-Kassetten gesehen und bestimmt schon mal davon gehört, dass da halt über diese VHS-Kassette halt so eine Art Werbung betrieben wurde. Das ist dieses Ding hier. Wie viel 3D hältst du aus? Auch ich habe dieses wunderschöne Teil in meiner Sammlung und habe früher als Kind, hatte ich tatsächlich so eine. Und ich habe mir das Ding reingepackt und habe mir das tatsächlich immer und immer wieder angeguckt. Aber was ist da genau zu sehen? Nun, im Endeffekt ist es halt, wie gesagt, ihr seht hier so eine Art Promotion über halt die verschiedenen N64-Spiele, die demnächst halt so rauskommen werden. Und das Interessante ist, im Endeffekt ist das hier die vielleicht allererste Nintendo Direct. Sie wurde halt nur, es gab kein Internet, sie wurde halt nur damals auf eine VHS-Kassette gepackt und nach draußen gebracht. Wurde kostenlos an Kunden oder an irgendwelche anderen Leute halt verteilt. Wurde in Kaufhäusern rausgegeben. Das Ding war, wie gesagt, umsonst. Das war Promotion. Hier war halt ein Intro dabei. Es ist Promotionsgeräte dabei und dann wurden halt die Spiele gezeigt. Hier ist Light It Was zu sehen. Das war für uns... Das war für uns halt einfach bahnbrechend. Diddy Kong Racing wurde damals auf dieser Kassette gezeigt. Mario 64. Als ich das hier gesehen habe, mein Kopf ist explodiert. Ich habe gedacht, wie geil. Das ist ja fotorealistisch. Wie geil kann das aussehen? Das kann doch nicht so gut sein. Ich kannte bis dahin nur Super Mario Brothers und Super Mario World. Wie krass. Mario Kart 64. Das ist ja, Alter, 3D. Wave Race. Oh mein Gott, wie das aussah. Es ist, wie gesagt, so eine Art Promotionsdisk, die halt uns zeigen sollte, was da draußen so existiert, Blastcorps. Spätestens, wenn wir hier mal so in die hinteren Spiele gucken, dann fällt halt schon relativ schnell auf, dass das durchaus nur Prototypen waren und sich die Spiele durchaus noch verändert haben. Das merken wir vor allem, wenn wir uns mal, okay, hier F-Zero zum Beispiel. Pass auf, gleich sehen wir F-Zero 64. Und da sehen wir halt schon, bis zu F-Zero X hat sich noch ein kleines bisschen was verändert tatsächlich. Das sieht man hier schon ganz deutlich. Yoshi's Island 64 war der Prototyp Name oder Ocarina of Time. Und hier ist das noch Zelda 64. Naja, und das war so der Weg, wo halt Werbung betrieben wurde. Aber wenn wir uns jetzt mal wirklich einzelne Werbespots angucken, dann zeige ich euch jetzt tatsächlich mal meine 5 Favoriten, meine 5 liebsten Werbespots. Wir fangen einmal an mit der Nintendo GameCube Werbung. Von damals. Die kennt ihr bestimmt schon, die ist ja echt schon so ein bisschen Kult, ey. So bescheuert, die Pikmin, wie süß. Die war halt so durch, diese Werbung, ne? Die war so durch, aber auch irgendwie so cool gemacht. Das hat halt gecatcht damals, als das im Fernsehen lief. Ja, Mann, Star Wars! Ohne Scheiß, als wir diese Werbung gesehen haben, wir waren völlig hin und weg für diese Konsole. Pikmin kannten wir damals noch nicht, aber Star Wars hat natürlich gezogen. Die Werbung hat auf jeden Fall richtig geknallt. Die hat uns auf jeden Fall damals mega auf diese Konsole aufmerksam gemacht und hat auf jeden Fall richtig gefetzt. Diese Werbung hier, das ist die nächste Werbung, die ist auf jeden Fall auch, glaube ich, richtig, richtig Kult. Das wäre so meine viertliebste Werbung, die kennt ihr bestimmt. Pokémon Rot und Blau. Ja, du mich auch. Willst du mit? Ja, du mich auch. Du mich auch. Wie geil. Ich bin gleich wieder da. Wo fängst du dir alle 150 Pokémon?
im Schulbus. Hab euch! Nur auf deinem Gameboy, denn jetzt gibt es die Pokémon exklusiv für den Gameboy und mit beiden Versionen kriegst du sie alle. Pokémon Rot und Blau, Leute, war damals absolutes Brett. Pokémon Rot und Blau war für uns damals einfach wow. Wir konnten uns das da hier auch noch gar nicht wirklich vorstellen. Diese Werbung, die ist zwar super kultig, aber wir wussten damals noch gar nicht so genau, was das bedeutet. Als halt wirklich dann klar wurde in der Endzone, was Pokémon jetzt überhaupt genau soll. Und als die Spiele rausgekommen sind, da wurde diese Werbung kult. Aber hier konnten wir noch gar nicht erahnen, was Pokémon für uns damals später bedeuten sollte. Auch einfach nur kult, auch mit diesem alten Sprecher. Die Super Mario Kart Werbung ist für mich auch absolut Nostalgie und super kult. Pass auf. Die Stimme. Es wird gedrängelt, geschoben und das war's für Yoshi. Jetzt greifen die Prinzessin und Donkey Kong an. Der Super-Rennspaß mit Marios Freunden. Steig ein, nimm die Herausforderung an. Super Mario Kart, nur für Super Nintendo. Nintendo, I want it all. I want it all, das war so damals das Thema von Super Nintendo. Diese Werbung ist so kult, Alter. Hey Mario, diese Stimme. Super Mario Kart war damals ja, wie gesagt, noch einigermaßen neu. Das ist halt so, okay, wir können jetzt hier tatsächlich mit unseren geliebten Nintendo-Figuren irgendwie gegeneinander Kart fahren. Das war schon ganz cool damals. Und diese Werbung ist so cool, vor allem mit diesem alten Sprecher. Dann meine zweitliebste Werbung tatsächlich ist etwas recht Neues. Und zwar ist das eine Pokémon Sonne und Mond Werbung. Dieses Teil hier hat mich tatsächlich anders getroffen. Ich bin ein großer Pokémon-Fan, seit Pokémon Rot und Blau. Und diese Werbung hier, die war so gut gemacht. Und vor allem, ich höre ja immer wieder so aus der Pokémon-Community, dass die Leute sich so ein bisschen ärgern darüber, warum Generation 1 immer wieder von Game Freak, von der Pokémon Company, immer wieder ein bisschen für Promotion-Zwecke genutzt wird, warum sie immer wieder Generation 1 Pokémon benutzen. Und ich glaube, die Leute dürfen nicht vergessen, wie integral die erste Generation Pokémon für so viele Menschen für uns war. Wir wollen nicht sagen, niemand von uns sagt, dass die erste Generation besser ist als alle anderen. Um Gottes Willen, die Spiele an sich, Pokémon Rot und Blau an sich, sind von der Mechanik her die schlechtesten Spiele, mega schlecht gealtert. Haben zwar die geilste Freiheit in Spielen, aber ansonsten hat sich Pokémon da schon entwickelt. Naja, nicht so wirklich viel entwickelt, aber Pokémon, aber die erste Generation ist einfach für so viele Menschen so verankert im Herzen und ein so wichtiger Anker. Und das ist der Grund, warum diese Generation immer wieder genutzt wird. Und dieser Trailer hier beschreibt es perfekt. Wenn euch irgendjemand mal wieder ein bisschen vollmault, warum immer wieder Generation 1 benutzt wird, um die Leute zu cashen, zeigt ihnen diesen Trailer hier. Der ist so gut gemacht. Pokémon war für uns früher mehr als ein Videospiel, Leute. Als Pokémon neu war, es war mehr als einfach nur ein Spiel. Komm jetzt schon fast wieder Pipi in den Augen. Mal abgesehen, was Pokémon Sonne und Mond am Ende dabei rauskam. Diese Werbung ist für mich genial. Und erneut. Generation 1. Das ist der Grund. Aber die kultigste, die für mich mit Abstand lustigste Nintendo-Werbung, die ich je gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, jetzt haben wir gleich Teletubby-Vibes. Diese Werbung habe ich damals live im Fernsehen gesehen. Und pass auf, ich weiß noch ganz genau. Ich habe damals diese Werbung gesehen, bin zu meinen Kumpels gelaufen, habe gesagt, Leute, Nintendo 64, wisst ihr, was da bald rauskommt? Und ich habe denen dann, und sie so, ne.
Und dann haben wir halt den Fernseher nebenbei laufen lassen im Zimmer von meinem damaligen Kumpel, bis diese Werbung kam. Und dann kam diese Werbung und nur dann haben sie mir geglaubt. Und dann hatten wir irgendwann den Endzone-Bericht. Das war einfach diese Idee für uns. Das, was dieses Spiel jetzt zeigt. Pass auf. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Wie gesagt, einfach die Idee, diese Vorstellung, dass wir mit unseren geliebten Nintendo-Figuren uns gegenseitig die Fresse polieren können, war halt so geil. Und wo ich mich immer wieder verliere, ist wie das Pikachu gleich durch die Gegend mit diesem Soundeffekt. Jetzt. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Warum auch immer? Warum auch immer dieses Pikachu auf einmal da durch die Luft fliegt, aber ich werde nie vergessen, wie ich diese Werbung damals gesehen habe, Leute. Das war für mich so Wow-Effekt. Es gibt so viele coole Werbung. Wir haben uns noch Mario Brothers Werbung angeguckt. Auch aus der N64 und GameCube-Zeit. Es gibt noch so viele coole Nintendo-Werbungen. Wir haben uns ein paar im Livestream angeguckt auf Twitch. Aber das sind so die fünf Werbungen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß noch, eine Honorable Mention würde noch an die Gameboy-Kamera-Werbung gehen. Die lasse ich mal, warte mal, Gameboy, eine ganz alte Gameboy-Kamera-Werbung. Genau, da ist sie schon. Ich lasse die mal im Hintergrund noch ein bisschen laufen für euch. Das war auch so super kultig. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Das war so ein kleiner Nostalgietrip in die ganz alte Zeit, aus meiner alten Zeit. Zeit ohne Internet, wo Fernsehwerbung und Werbung auf VHS-Kassetten und Werbung über Endzones oder Super Nintendo-Spieleberater wirklich noch wichtig waren und ein wirkliches Tool waren, um Spiele nach draußen zu bringen. Ohne Internet, wie gesagt. Ein Blick in meine alte Zeit als Opa. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit weiteren Videos. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.